Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt und zwar in unserer kleinen Serie Räumung von St. Pauli oder auf St. Pauli besser gesagt an dieser Stelle und dem Sachverhalt da und ich habe es mir auf die Fahnen geschrieben und ich bin wirklich froh, dass wir hier wirklich viele, viele Seiten jetzt betrachten können und eine Seite, die wir heute betrachten, ist die rechtliche Seite und dabei grüße ich ganz herzlich den Jörg Zitzmann. Herzlich willkommen. Hallo Herrn, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Man kommt an Ihnen nicht vorbei, wenn man im Bewachungsrecht tatsächlich mal eine rechtliche Einschätzung haben will. Und deshalb stelle ich Sie mal heute weniger als Leiter der Mission Weiterbildung vor, sondern letztendlich als auch den Rechtsexperten, der Sie ja auch bekannt sind in Ihren Podcasts selber, der immer mal wieder rechtliche Einzelfälle aufgreift. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir heute auch tatsächlich darüber sprechen können, wie Sie den Fall sehen, der ja jetzt mich die zweite oder dritte Woche tatsächlich schon so ein bisschen umtreibt. Ja, herzlich willkommen dazu. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne. Ich habe Ihnen ja, wir haben ja vorneweg auch schon mal so ein bisschen per Mail den Austausch gehabt und ich hatte Ihnen ja schon mal so ein paar Bilder und ein paar Videos zugeschickt, bevor wir vielleicht in die rechtlichen Teil hineinkehren und versuchen, das mal zu bewerten. Ja. Vielleicht zu Ihrem ersten persönlichen, subjektiven Eindruck an dieser Stelle. Was war das für eine Emotion, die da bei Ihnen hochgekommen ist, als Sie es gesehen haben? Ja, also ich habe mir das Ganze angesehen und irgendwie nicht wirklich verstanden, wieso jetzt hier so ein, ich nenne es mal Stoßtrupp in Anführungszeichen, privater Sicherheitsmitarbeiter da aufmarschiert und dann eben noch in dieser etwas, ich nenne es mal ungewöhnlichen Aufmachung. Also das war schon ein bisschen strange, das Ganze. Also auch für Sie tatsächlich auch das erste Mal in dieser Form so ein Auftreten gesehen? Habe ich noch nie gesehen, ganz genau. Und es gab ja dann auch so Vergleiche mit Polizeieinsätzen und wenn man jetzt im Netz genau hinschaut, es wäre schon ein bisschen dunkel gewesen, hätte man vermutlich da gar nicht großen Unterschied gesehen. Da werden wir nachher tatsächlich in der rechtlichen Fragestellung auch nochmal darauf kommen, aber was mich so ein bisschen erschrocken hat in diesem Zusammenhang war auch, die Einzelmeinung, die man so ein bisschen gefunden hat. Es gab ja dann auch Stellungnahmen und auch wieder ganz viele Kommentare, wie es halt in den sozialen Medien ist. Und ein Kommentar, ich versuche ihn mal so ein bisschen sinngemäß wiederzugeben, der fand sich der lautete, die Bewachungsverordnung ist lediglich eine Richtlinie beziehungsweise ein Leitfaden, nach der man sich ausrichten könnte. Wie verbindlich, versuchen Sie uns mal damit zu nehmen, wie verbindlich ist denn die Bewachungsverordnung? Sie grinsen, ich grinse, aber vielleicht braucht der ein oder andere Zuhörer da noch eine kleine Lektion. Theoretisch ist sie zu 100% verbindlich und alles, was da drin steht, ist zu 100% umzusetzen, genauso wie natürlich auch der 34a Gewerbeordnung zu 100% umzusetzen ist. Das ist die Theorie. Und die Praxis ist, dass es halt, auch das ist ja leider bekannt, halt sehr wenig kontrolliert wird von den entsprechenden Behörden und damit ist diese Aussage in der Praxis gar nicht einmal so abwegig, weil wenn es halt keinen kümmert, anderer Klassiker ist ja das Arbeitszeitgesetz, hatte ich jetzt auch erst gerade wieder mit einem eine Diskussion per Mail, der sagt, das kann doch nicht sein, 12-Stunden-Schicht ohne Pause, sage ich, stimmt, es kann nicht sein, aber es interessiert halt keine Punkt. Ja, also von daher 100% verbindlich, Theorie, Praxis schaut leider anders aus. Vielen Dank, vielen Dank für die Differenzierung. Also bleiben wir mal im theoretischen Bereich drin. Ja. Es ist eine Verordnung, es ist eine Rechtsnorm und damit ist sie verbindlich zu beachten. Punkt. Beachten in der Form, wie sie es sind. Genau. Jetzt haben Sie gesagt, auch von Ihrer wirklich langen Erfahrung her, ein Thema, ein Auftreten, das Sie in dieser Form tatsächlich noch nicht gesehen haben. Da sind wir ganz schnell beim Paragraph 19 der Bewachungsverordnung tatsächlich angekommen zur Thematik Dienstkleidung. Können Sie uns da vielleicht mal ganz kurz mitnehmen? Dienstkleidung, was ist da im Bereich der Bewachungsverordnung denn tatsächlich zu berücksichtigen, wenn ich als Sicherheitsdienst oder als Sicherheitsmitarbeiter unterwegs bin? Ja gut, die Dienstkleidung ist ganz klar zu unterscheiden von behördlichen Uniformen, also jetzt Polizei-Militär-Uniformen. Aber auch da ist es ja so, dass die Übergänge in Anführungszeichen fließend sind. Ja, es gibt einen großen, ich nenne es mal Reiseanbieter in Deutschland, die auf ihren Stützpunkten dort auch die Bundespolizei haben und eben auch Mitarbeiter dieses Unternehmens.
Und wenn man die dann miteinander Streife laufen sieht und eben auch nicht genau beschreibt, das ist auch da sehr ähnlich, was jetzt die Kleidung anbelangt. Ja, die einen haben eine Uniform vom Bundesgrenzschutz an, die anderen haben eine Dienstkleidung von diesem Dienstleister an. Und der entscheidende Unterschied ist halt einfach das Hoheitsabzeichen am Arm, also das Landeszeichen bzw. die Rangabzeichen, die dann eben die Polizeibeamten haben. Und wenn man darauf achtet, dann kann man es auch gut unterscheiden. Wenn man aber nicht darauf achtet oder diese Details halt nicht so kennt, dann ist natürlich die Verwechslungsgefahr relativ hoch. Und es gibt auch ganz böse Stimmen, die sagen, ja, das ist gern oder bewusst so gemacht, ja, dass eben dann auch der Laie da eben auf den ersten Blick nicht erkennen kann, ist das jetzt ein bewahrter Sicherheitsmitarbeiter oder ist es eben doch ein Polizist. Ja, aber Sie sagen, diese Normen, diesen Paragraphen gibt es ja auch deshalb genau, um diese Unterscheidung für den Bürger letztendlich herzustellen, dass der Bürger weiß, von wem kriegt er hoheitliche Hilfe und von wem kriegt er private Hilfe. Früher war das in Anführungszeichen relativ einfach. Die Sicherheitsmitarbeiter waren blau, die Polizei war grün. Da war das ganz klar getrennt und dann ist halt irgendjemand in Brüssel langweilig gewesen und dann kam der auf die Idee, dass halt die Polizei jetzt auch blau zu sein hätte. Ja, und damit ist es diese nicht mehr ganz eindeutige Erkennbarkeit, eben hat es damit angefangen. Können Sie vielleicht sagen, auch aus Ihrer Erfahrung heraus, ab wo haben wir wirklich eine Grenze? Sie haben es jetzt gerade gesagt, es ist blau. Wir hatten jetzt einen Fall letztes oder vorletztes Jahr, wo auch letztendlich auch entsprechender Sicherheitsdienst, den Sie vorhin nicht namentlich angesprochen haben, mit involviert war. Da ging es um ein Unternehmen, das aber eher aufgetreten ist für den Bahnkonzern in der Form der Bundespolizei. Da war es ja auch verdammt schwierig gewesen, für die Staatsanwaltschaften da einen Hebel zu haben, um da letztendlich auch daran vorzugehen. Wo würden Sie sagen, wo fängt es an, dass man zu nah an eine Uniform von hoheitlichen Kräften rankommt? Gut, ich sage jetzt den üblichen Juristensatz, es kommt drauf an, beziehungsweise 10 Juristen, 11 Meinungen. Zum Schluss entscheide nicht ich das, sondern halt die zuständigen Behörden. Und solange die zuständigen Behörden nichts unternehmen, und in dem Fall wurden die ja sogar von der Behörde geschickt, ja, gehe ich mal davon aus, dass die dann auch wussten, was sie da in Anführungszeichen anrichten. Ja, also von daher, ich denke, in dem Moment, wo ich halt diese Hoheitsabzeichen nicht habe, ist in Anführungszeichen nahezu alles erlaubt. Und was natürlich als erstes auffällt, vor 15 Monaten wäre da ein Aufschrei durch ganz Deutschland gegangen, Stichwort Vermummung dieser Mitarbeiter. Ja, jetzt ist es ja in Anführungszeichen völlig normal, dass alle vermummt sind. Also von daher ist auch dieses etwas martialische Auftreten, was wie gesagt vor 15 Monaten dann noch wahrscheinlich Empörung überall bis zu irgendwelchen politischen Würdenträgern gebracht hätte, interessiert im Moment überhaupt niemanden. Ja. Ja. Also das wäre für mich der entscheidende Punkt, dass man sagt, Moment einmal, die sind hier vermummt, das geht ja gar nicht. Aber jetzt ist es eben in Anführungszeichen normal vermummt zu sein. Würde ich gleich nochmal zurückkommen darauf, auf das Thema, weil ich das auch ganz, ganz spannend fand. Ich würde nochmal kurz bei der Bewachungsverordnung bleiben. Paragraph 22 definiert ja Ordnungswidrigkeiten beziehungsweise gegen welche Paragraphen, wo man dann im Ordnungswidrigkeitenbereich ist. Da ist ja jetzt der Paragraph 19 nicht explizit mit aufgeführt. Liegt das daran, dass wir dann tatsächlich im strafrechtlichen Bereich wären, wenn jemand zu der Einschätzung käme, pass auf, hier hat man tatsächlich gegen Paragraph 19 der Bewachungsverordnung verstoßen und ist somit im Bereich, ich sag mal, Paragraph 132, 132a StGB eher unterwegs? Ja, wenn ein Staatsanwalt, ein Gericht das so festlegen würde, dann wäre das so. Genau. Mhm. Ja, weil da kommt es wieder darauf an, der 132 hat da zwei Varianten. Das eine ist, dass ich eben etwas tue, was nur ein Beamter tun darf. Und die zweite Möglichkeit ist, dass ich halt durch mein äußeres Erscheinungsbild, durch mein Auftreten eben dem anderen gegenüber zeige, ich wäre Polizist oder wäre Beamter. Ja. Und da ist eben, sind wir genau, was wir vorher hatten, ist halt die Frage, wenn der keine Hoheitsabzeichen hat, dann kann er natürlich sagen, ja, ich hatte keine Hoheitsabzeichen, ich habe überhaupt keinen Vorsatz hier als Beamter auftreten oder wie ein Beamter aufzutreten. Also von daher ist natürlich das dann relativ schwierig, die Leute dann da in diese Ecke zu drängen. Ja, die klassischen Fälle sind, dass er dann wirklich mit einer Polizeiuniform rumläuft und ist kein Polizist, und dann ist es natürlich eindeutig, aber das war ja hier nicht der Fall. Ja, richtig.